hier eine Aufnahme, die die Familie von dem Grafen Max von Hollenstein zeigt, aus dem Besitz vom König Ludwig. Das ist eine Originalfotografie, die der Friedrich Müller in München gemacht hat. Seine Frau ist dort zu sehen, die Maximiliane, geborene Freien von Gumpenberg, und die Tochter Caroline Adolfine, der Sohn Adolf Karl und der Sohn Ludwig, den sie Boy genannt haben. Interessant ist, dass dieser Ludwig später in der Festungshaft saß, weil er bei einem Streit einen Herrn Steichele so schwer mit dem Säbel verletzt hat, dass dieser dann auch gestorben ist. Der Ludwig hatte immer wieder Spielschulden und wanderte schließlich auch nach Amerika aus. Ja, also so zeigt sich schon, dass irgendwie ein schweres Schicksal nach dem Tod vom König Ludwig den Max von Hollenstein und seine Familie auch ereilt hat.